Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alicia Online Fohlen. Wir werden heute wieder versuchen zu züchten. Und zwar werde ich heute mit Schneeball weiter züchten. Denn Schneeball hat richtig gute Werte. Und ich werde versuchen, mit Schneeball nochmal weiter zu züchten auf lange Mähne. Ja, wie ihr seht, bin ich auch schon in der Zucht. Schneeball hat wirklich gute Werte. Mit 87 Tempo ist es mein bestes Tempopferd überhaupt. Kirschrot, mein erstes Tempopferd, hat nur 81. Naja, nur ist gut. Ne? Es ist nicht ganz so viel Unterschied, aber es ist auf jeden Fall besser. Und ich muss natürlich heute auch wieder eins entlassen. Und eigentlich müsste ich Kelly entlassen, aber ich möchte Kelly eigentlich ungern jetzt entlassen. Ich weiß nicht warum, ich habe irgendwie ein Herz für Kelly. Fragt mich nicht, warum das so ist. Und deswegen werde ich heute Kirschrot entlassen. Obwohl ich ja extra auf Kirschrot drauf hingezüchtet habe, mit Stannenbaum 7, weißer Mähne und so weiter und so fort, muss ich ihn doch entlassen, weil ich mich schwerer von den anderen trennen kann als von Kirschrot. Deswegen... Mein lieber Kirschrot. Es tut mir wirklich leid und es tut mir auch sehr leid für alle, die Kirschrot mögen. Und oh Mann, es ärgert mich selber so ein bisschen. Aber ich muss Kirschrot entlassen. Ich kann mich von den anderen echt viel weniger trennen. Und deswegen müssen wir erst einmal auf Kirschrot verzichten. Zumal ich ja nun ein besseres Tempopferd dann auch habe mit Schneeball. Und mir reicht erstmal ein Tempopferd und mit den anderen muss ich dann nochmal weiter züchten. Und mit Windrausch will ich halt auch noch auf Kontrolle weiterzüchten. Und es ist das Einzige, was ich jetzt erstmal tun kann, Kirschrot zu entlassen. Es tut mir ein bisschen leid, aber es ist leider so, wie es ist. Und deswegen entlasse ich Kirschrot. Tschüss, mein kleiner Kirschi. So, trotzdem werde ich jetzt mit Schneeball weiterzüchten. Und zwar habe ich einen schon ausgesucht hier, mit dem ich gerne weiterzüchten möchte. Ist nämlich auf 99. Aber ich gehe nochmal kurz in die Suche rein. Auf Schimmel, auf Tempo, auf lange Mähne und auf Suchen. So, mit 99 Tempo ist das nämlich richtig, richtig gut, das Pferd. Habe ich das ja? Genau, das ist auf meiner Liste schon. 95 könnten wir noch machen, aber ich glaube, es ist tatsächlich momentan das beste Tempo-Pferd hier. Ja. Heute das beste Tempo-Pferd. Oh, hier, das ist auch ganz gut noch, aber kostet 40.000. Habe es mal draufgetragen, ist beides 40.000, hat aber noch mehr und deswegen versuchen wir mal mit, das soll bestimmt, ja ihr wisst schon, was das heißen soll, versuchen wir mal mit denen hier zu züchten. Die Werte sonst sind alle ein bisschen schlechter. Okay, wir versuchen es einfach mal, ich bin gespannt, ob mit Schneeball da was rumkommt. Ich hätte halt auch gerne noch eins mit langer Mähne und besserer Vererbung, das wäre auch nicht schlecht. Nein, es passiert nichts. 40.000 ist halt auch echt richtig viel. Aber wir haben ja gesehen, momentan ist leider kein anderes drin. Wir versuchen es nochmal. Nochmal auf gut Glück. Bring mir Glück, Schneeball. Ich habe übrigens Schneeball auch vorher auf Zuchtchance 1 gebracht. Es hat 4 Kleeblätter, also eigentlich dürfte da gar nicht so viel im Weg stehen. Nein, schon wieder ein Cremello. Ein Cremello, okay. Wow, 93, das ist ein bisschen schlecht. Das ist natürlich echt nicht so übel, ne? Das muss man ja schon sagen. Okay, es wäre vielleicht sogar ein Kelly-Ersatz dann. Das muss ich nur mal gucken. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir es behalten. Strawberries wäre auch schön gewesen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir es behalten. Ach, wisst ihr, wie ich das mal nenne? Antonia ist nämlich gerade auf der Fahne. Antonia, ich nenne es mal Antonia. Wobei es halt echt sein könnte jetzt, dass ich es gleich entlasse, weil es normale Mähne hat. Zum Beispiel. Moment, 73. Ah, meine Güte. 93 ist aber so gut. So verdammt gut. 74. Oh Mann, was mache ich denn da schon wieder? Ich glaube, ich muss Antonia nochmal entlassen. Tempo gut, aber Gesamtwert ist dann ja wieder hier bei ihm besser mit 178. Ja, da müssen wir mit Antonia nochmal freilassen. Hätte sie jetzt lange Mähne gehabt, hätte ich jetzt das andere entlassen. Wir versuchen es nochmal. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz?
Ich finde übrigens bei Schimmeln ganz kurze Mähne schöner als die normale Mähne. Fragt mich nicht, warum das so ist, aber es ist so. Ah, das ist hier ein Mixi. 179 ist gut. Bleiben wir mal bei Antonia. Ich finde das jetzt irgendwie ganz lustig. Ah, das ist ein Mixi Zweit, ein dunkelbrauner. Oh mein Gott, ein dunkelbrauner mit voll guten Werten hier. 97 Tempo ist super. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Schade, 97 Tempo ist leider sehr, sehr gut. Gesamtwerte noch besser. Oh, Antonia, du bist gut. 97 Tempo ist mega. Also irgendwie züchte ich mir gerade so ein bisschen was zurecht immer, ne? Ich glaube, ich muss Kelly entlassen. Ja, damit gehe ich insgesamt schon so ein bisschen mehr tatsächlich auf Tempo als auf Kontrolle momentan. 74 Kontrolle, ja, damit bist du echt eh besser. Damit müssen wir nochmal Kelly entlassen. Huh, nicht schlecht, Kelly, ja. Dann habe ich einen guten Plan. Wir versuchen dann später mit Antonia nochmal weiter zu züchten und bleiben bei der Farbvariante. Wir versuchen aber nicht auf lange Mähne dann zu züchten, sondern auf kurze Mähne und wieder ein Mixi rauszubekommen. Das ist schon mal ein guter Anfang. Oh, das finde ich gut, das finde ich gut. So, wir machen hier trotzdem nochmal weiter. Eigentlich möchte ich das nochmal schaffen, was ich hier vorhabe. Wir versuchen es weiterhin mit diesem Pferd. Auch wenn das echt teuer ist. Aber irgendwie habe ich da ein ganz gutes Gefühl bei den beiden. Gerade was den Tempowert angeht, ist es nicht übel. Oh nee, nicht schon wieder so ein Lucky. Ich mag die Luckys leider nicht so gerne. Ja, das ist auch nicht ganz so gut, der Wert. Dann tut es mir nicht so weh. Unicorn heißt es. Ach, schade. Schade, Unicorn hat aber auch nur normale Mähne. Alles klar. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Zur Adoption freigegeben. Warte mal, mit Windrausch könnten wir natürlich auch nochmal weiter versuchen. Moment. Da muss ich natürlich noch einmal gucken. Windrausch hat Kontrolle. Einmal nochmal schauen, ob wir vielleicht ein Mega-Kontrollpferd daraus kriegen würden. Oh, 30.000. Nur 96. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ist noch ein besseren? 98. 30.000. Beides 30.000, ja. Das? Ach ne, Butterfly hat aber nur eins. Warte, ich habe hier doch... Nee. Moment, nochmal auf Seite 1 gehen. Das hier ist auf jeden Fall besser. Das können wir nochmal versuchen. Ja, aber warum eigentlich nicht? Aber plus 8 hat es. Damit wird mein Stammbaum wieder schlechter. Das ist natürlich wieder nicht ganz so schön. Es ist halt echt schwer, dann was Gutes zu finden, ne? 35.000. Oder wir machen mit 87 nochmal weiter, mit Kaiser. 35. Oh, ich muss jetzt langsam immer wieder auf mein Dingens achten, auf meine Karotten. Gib mir noch ein weißes mit langer Mähne, bitte. Obwohl ich die, mit kurzer Mähne finde ich die auch eigentlich ganz schön. Nein! Das glaube ich ja nicht. Schon wieder so ein Sternenlicht. Mit ganz guter Kontrolle, leider. Ja, sehr gut eigentlich ist es sogar. Oh, das eröffnet uns natürlich wieder ganz neue Möglichkeiten. Außer es hat... Oje, jetzt weiß ich schon wieder gar nicht, was ich tun soll. Ich verspiele momentan meine ganzen... Mondblume. Meine ganzen Pferde mit langer Mähne, weil ich jetzt mehr auf Kontrolle achte. Warte mal. Guck mal, hat nämlich nur 70, hat 87. Oh, du bist viel besser. Viel besser. Hat's kurze Mähne leider. Oh nein, du hast kurze Mähne. Ich finde es nämlich echt schwierig, von kurze Mähne auf lange Mähne zu züchten. Das ist nicht einfach. Es war immer viel einfacher mit lang und lang zusammen. Aber die Werte sind so überragend besser, dass mir das schon echt so ein bisschen wehtut jetzt hier. Mann, was mache ich denn da jetzt schon wieder? Du bist super, du bist super. Mit 80 wollte ich weiter züchten. Boah, ich weiß nicht, was ich tun soll.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube, ich höre heute hier erst einmal auf. Hast du denn kein Potenzial? Überlegender Start. Fügt mehr Anzeige hinzu beim Start. Ist natürlich auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, was ich weiter tun soll, leider. Oh, Laura lädt ein. Ich kann gerade leider nicht. Ja. Ja, gute Frage. Ich weiß nicht, was ich machen soll nun. Ich glaube, ich lasse das jetzt erst einmal so und... Und... werde versuchen... Ja, ich weiß nicht, was ich versuchen werde. Es ist jedes Mal... Es wird jedes Mal schwieriger, weil ich ja dann immer wieder weiter gucke jetzt auf die Werte und aufs Aussehen und es wird wirklich, wirklich schwer. Okay, wir lassen das erstmal so. Wir werden mal gucken, was dann passiert und wir gucken nochmal kurz die Fohlen an. Leider jetzt keins mit langer Mähne dabei gewesen. Aber diesmal überraschen mich die Werte halt so extrem, dass ich mich echt freue, dass ich so gute Werte mal rausbekommen habe. Antonia, komm mal her! Antonia hört nicht. Antonia ist stur. Ja, wie gesagt, es ist... Ah, da kommt doch Antonia. Es ist sehr, sehr schade tatsächlich, dass sie keine lange Mähne haben, sondern nur Mähne, die mir so überhaupt nicht gefällt. Sehr kurz, kurz. Beides nicht schön. Finde ich nicht so schön. Ja, wir werden gucken. Außer beim Schimmel. Beim Schimmel finde ich es wieder gut. Hm, komisch, ne? So, Moment. Basis 76, Kontrolle 70. Ja, damit könnte ich eigentlich, wie gesagt, Sternenlicht entlassen und habe dafür Mohnblume. Aber die hat lange Mähne. Ach, Mähne. Menno, Menno, Menno. Ich glaube, wir werden dann mal versuchen, mit Mohnblume weiter zu züchten. Vielleicht entlasse ich das nächste Mal Sternenlicht und versuche dann so viel es geht mit Mohnblume weiterzumachen, dass ein Sternenlicht 2 mit einem besseren Kontrollwert rauskommt. So. So weit, so gut. Hallo Mohnblume. Oh, ich wünschte, sie könnten ewig Fohlen bleiben. Und wir könnten mit den Fohlen racen. Diesmal eine etwas kürzere Folge. Aber ich kann jetzt momentan leider nichts anderes tun. Muss jetzt erstmal abwarten. Muss in mich gehen. Ihr dürft mir sehr gerne noch ein paar Tipps geben. Was soll ich tun? Welches Pferd soll ich das nächste Mal entlassen? Das ist schwierig. Wer steht zur Auswahl? Sternlicht steht zur Auswahl. Feuerherd steht zur Auswahl. Und Windraus steht zur Auswahl. Ja. Ja, genau. Das würde ich sagen, weil die haben einfach zu gute Werte hier, die beiden. Auch wenn sie von der Mähne her so überhaupt nicht mein Fall sind. Aber schon die Fellfarbe. Ich liebe diese Fellfarbe. Finde ich schon ganz klasse. Ja, was soll ich tun? Helft mir, gebt mir Tipps und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen.